We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Hallo! Hallo, der Wort ist zum neuen Video. Wir sind heute wieder am Start. Ich möchte gerne an der Möhre spielen. Die letzte Möhre habe ich ja gedreht. Und jetzt dürfen Sie, genau, es geht weiter. Achtung, stopp, Sie dürfen nicht weglaufen. Oh, zack, auf die 7. Sehr, 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 sehr schön. Das ist die 12. Ich finde das sehr gut, Schatz. Haben wir einen super Vlogmas-Start heute. Also, ich möchte erstmal anmerken, ich mag den Pulli, den du trägst. Der sieht sehr, 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 sehr schön aus. Warum kann ich dich festhalten? Ja, ich dachte, nachdem ich gestern Kleidchen ohne Strumpelhose anhatte, ziehe ich mich heute besonders warm an, damit ihr verwirrt seid und nicht wisst, wie warm es in unserer Wohnung ist oder wie kalt. Ich habe kurze Hose an, das ist okay, glaube ich. Bongo freut sich. Wir ziehen einfach komplett immer das Konträre an. Gestern hattest du lange Hose und ich Kleidchen und jetzt habe ich den dicken Pulli und du die kurze Hose. Wir hatten es gestern im Vlogmas erwähnt gehabt, es kam verspätet mein Kaffee-Adventskalender an. Es kam ein neuer Adventskalender an. Darf ich jetzt das noch nach aufmachen alles und kurz... Du darfst den heutigen aufmachen und den anderen darfst du privat öffnen, sonst ist es zu lange. Okay, das heißt, ich habe hier oben... Aber du darfst jetzt hier auch alle öffnen. 7. Das sind richtige Bohnen drin, ich hoffe, du freust dich, weil ich habe es auch alles mit gemahlenen Kaffee, aber ich fand den mit Bohnen schöner. Befüllt in Deutschland von Menschen mit Handicap. Oha, Krautberger. Ja, genau, also das ist aus so einer... Behindertwerkstatt? Da sagt man es immer noch so. Ja, also das, also ich habe ja... Ich darf das doch sagen, ich habe lange Zeit ja für eine Firma gearbeitet, die Mitarbeiter dort betreut haben. Und ja, also da hat man immer noch Behindertenwerkstätten gesagt. Ja, das okay. Ist okay. Und aber ein Teil was man aber sagen sollte, ist, wenn die noch in Betreuung sind, also im betreuten Wohnen, dann soll man immer Bewohner sagen und nicht Behinderte. Das war die einzige. Behinderte sagt man generell. Nee, das war halt die Aufgabe. Aber hier sind drin Arabica-Bohnen und Robusta-Bohnen. Ja, okay, auf jeden Fall hier Ursprungsland. Trade, ja, 20 Gramm. Aus Mexiko. Genau. Ich weiß leider nicht, welche Geschmacksorte ist. Kaffee puro entkoffiniert, also der macht nicht wach. Wenn du den trinken möchtest, kannst du den auch trinken dann. Auch nachmittags sogar noch. Entkoffiniert. Den will er jetzt nicht. Ist. Ich freue mich schon. Schatz, mach mal weiter. Wir fangen an. Nee, da hast du auch alle öffnen. Ich öffne ja meine, dann kannst du zur Zeit alles öffnen, alles wenn du das möchtest. Ja, ich möchte die anderen. Ich nehme heute. Blaubeermuffin. Italienische Süßkirsche, die mache ich morgen. Kaffee Grande Bilano, Schweizer Creme-Kaffee ist hier drin. Ich mache jetzt weiter, ich kann so viele Sachen nachaufmachen. Ich nehme Blaubeermuffin. Das ist so gut. So, ich bin jetzt aber diesmal Team abreißen, damit das nämlich offen bleibt, weil das nervt mich beim letzten Mal. Das hat ein bisschen nervt. Dass die Dinger wieder zugegangen sind und ich wusste nicht, was ich schon offen hatte. Deswegen reiße ich die jetzt ab. Was haben wir denn? Mach einen langen Spaziergang von mindestens 2 Stunden. Und das schaffen wir aber heute ja nicht. Das ist aber schon sehr lange. Ja. Also wann geht man denn 2 Stunden spazieren? Weiß ich, aber wir können ja einen langen Spaziergang machen. Theoretisch gesehen könnten wir deine Mädels abholen, die wir hinlaufen mit denen. Wir kriegen ja nachher Besuch, ja. Ja, wir kriegen heute noch Besuch. Da groß. Dazu, der andere ist auch, geh auf einen Spaziergang. Da haben die sich abgesprochen, jetzt die zwei. So, das ist der Schatz, der in der 7 drin war. Das ist der jetzt mit Koffein. Hier steht da groß drauf und deiner war entkoffiniert. Sport ist 20 Mal die Beinchen hochmachen. Das machen wir nachher auf jeden Fall. Ja. Die anderen bringe ich weg. So, die 3. Ich habe noch ein paar übrig. Was ist da drin? Kaffee Progresso Roma. Welcher Männchen Adventskalender. Mhm. Und zwar hier unten suchen wir die Nummer 7. Wintertraum. Also, ich weiß nicht, wonach der Winter richten soll, aber
Es riecht nach Räuchermännchen. Also so diesen Räucherkegel-Duft. Es riecht nicht schlecht, ne? Aber ja, hier, du hast gestern so gemeckert, dass du nicht riechen durftest. Es riecht, aber ist okay, es riecht so nach. Es riecht gut, ne? Ja, aber nach Wald so. Wintertraum weiß ich jetzt nicht. So, in der 4 war jetzt Kaffee Bocello Barista drin und in der 6 war jetzt Kaffee Mico Combolacci drin. So, und jetzt habe ich nur noch die 5 übrig. Jetzt habe ich hier 1, 2, 3, 4, 5, 6 ausgepackt und den 7. Übrigens ist mein Teelichtofen fertig. Rosak hat mir gestern noch ein Loch gebohrt. Ja, das hat gut funktioniert. Ich hab ja jetzt eben, also ich schneide ja morgens immer das Video von gestern. Und da saß ich hier wie so ein Häufchen Elend auf dem Teppich und habe gesagt, dass ich das nicht alleine hinkriege, weil da das Loch fehlt. Und irgendwie beim Angucken habe ich mir so gedacht, so, nimm doch einfach eine Bohrmaschine und mach da ein Loch rein. Sei mal nicht so unfähig, Kind, ne? Aber Rosak bohrt nur. Beim langen Bohrer bohre ich. Sehr gut. Support nur. Ja. Also theoretisch kann ich bohren, aber in der Praxis lasse ich das alle anderen machen. Darf ich das, dürfen wir das noch erzählen mit den Löcherbohren, als wir beim Silberquelle waren? Hast du auch gebohrt? Ja, genau, da habe ich auch gebohrt. Da ist uns ein Fauxpas passiert. Aber jetzt sind wir zu Hause, jetzt können wir es erzählen. Wir haben falsch abgemessen und ich hatte den großen Schlagbohrer dabei mit dem Riesenrohr. Ja? Und dann bohre ich und bohre ich und bohre ich. Und dann sagt der Silberquelle, du bist noch gar nicht durch bei mir. Und ich sage, ich bin hier schon einen halben Meter an der Wand drin. Da haben wir scheinbar ein bisschen die Zwischenwand zwischen ihm und den Nachbarn getroffen. Ich dachte, da guckt einer mit dem noch hoch in den Flock durch. Nein, wir wollten das Kabel an der Wand verlegen, vom Flur in die Stube. Ja, Und das Kabel sollte nicht durch die Tür gehen, die dort ist, sondern durch die Wand. Ja. Und die haben... Ja, also die haben gedacht, dass der Flur genauso tief ist, gleich tief ist, dass wenn er in der Stube durchbohrt, direkt an der Ecke, ich habe auch Silberquelle gefragt, dass der Flur rauskommt, aber das war leider nicht so. Ich habe gefragt, über den Kabelkanal kannst du anfangen. Und dann habe ich das gemacht, dann haben die nachgefragt. Und wir sind aber nicht beim Nachbarn rausgekommen, sondern in der Zwischenwand. Sondern in der Was ist das denn in der 7? Ja, das ist was für uns. Hier, Knoblauch. Oha, kräftiger Knoblauch-Dip. Da bin ich gespannt, Rosak. Also, 4 Teelöffel Knoblauch-Dip in etwas heißem Wasser aufgießen, mit 200 Gramm Creme Fraiche verrühren und 15 Minuten ziehen lassen. Creme Fraiche? Mit etwas gehackter oder geraspelter Salatgurke verfeinern. Es trocken und kühl lagern. Für den optimalen Knoblauchgeschmack. Ah, wieder eine Socke. Eine grüne. Das ist auch ein Pärchen. Oh, dann kann ich das anziehen bei dir. Cool. Ja. Knoblauch kommt zu den Gewürzen rüber. Oh ja, das werden wir auf jeden Fall austesten. Heute nicht, heute freue ich mich auf den afrikanischen Erdnusseintopf. Aber wir haben leider ja gestern, den Edeka-Hall hattet ihr gesehen, wir haben leider gestern noch Hähnchenbrustfilet gekauft. Auch, das heißt... Eine Packung habe ich für mich gekauft und ich wollte gerne Pulled. Ich habe gestern habe ich Pulled Pork gesagt. Es ist logischerweise also Pulled Chicken. Zack, 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 zack. Warum geht denn das nicht? Hier, Qualitätssockenanzieher Osok. Sind Sie ein. Ich bin der Sockenbeauftragte. Während Sie die Parkhausbeauftragte sind. Verstehen das eigentlich die Zuschauer, wenn wir das so sagen? Mit der Sockenbeauftragte und die Parkhausbeauftragte? Doch, wenn ich die Socken trage, bin ich die Sockenbeauftragte. Das ist. Nee, du bist die Parkhausbeauftragte. Ich bin der Sockenbeauftragte, weil ich mir die Socken anziehe. Ich muss immer die Parkscheine halten. Genau, wenn ich nämlich runter. Ja. Hier ist die 7. So. Also, das war gestern wirklich echt eklig. Diesmal kostest du zuerst. Ach so. Wenn es mal so zitronig ist, dann mag ich das. Welcher nicht. Ist es, die 7? Gelassenheit ist eine Frucht der Weisheit. Ist eine Kugel aber hinten drauf. Kann ich mal kicken, was das für eine Farbe hat für eine Kugel? Das könnte Mandelmagic sein mit Erdmandel. Weil das ist so hell. Oder Energy-Kugel mit Aprikose. Was war denn das gestern ekliges? Gestern war das mit dem... Mit dem Winterorange war das gestern, was den ich geschmeckt hatte. Orangenöl. Ja. Aber da steht ja nichts von Zitrone. Das hat aber so zitronig geschmeckt. Es gibt keine Zitrone. Das war vielleicht verschimmelt. Hm.
Also, das war wirklich, ich glaube, das war nicht gut. Also ich esse wir müssen dazu Kugel. Sagen, die Adventskalender sind schon abgelaufen. Also ich habe die vor 2-3 Monaten bei Krimis bestellt und die sind halt die vor schmeckt 6 lecker. Vor 6 das Monaten müsste Mandel Magic sein. Das schmeckt nach vor 6 Monaten. Das schmeckt abgelaufen. Nach ganz vielen Nüssen und das, und Zimt. Das ist. Ja, ich habe jetzt Angst bei dazu echt. Nein, das ist Mandel Magic. Das schmeckt nach Zimt und Mandeln. Das schmeckt gut. Das schmeckt nach Nuss. Hm. Das schmeckt wieder gut. Ja, das schmeckt sehr lecker. Also. Okay. Entschuldigung. Ich muss meinen Kuchen noch aufmachen. Soll ich den Kuchen runterholen? Ja, hol ich mal runter. Mhm, ich hol dir mal einen runter. So, ein Adventskalender. Oh, ich halte hier oben. So. Die 7. 1, 2, 3. Die ist genau in der Mitte hier. Aber muss ich erstmal aufessen, ab. Da steht aber Sexy Shop drauf. Oha, und so ein Ding hier ist. Guck mal, was das hier ist. Ja, Penispumper. Kann man das sagen. Der erste vegane Sexshop befindet sich in Berlin. Dass Berlin insbesondere für Veganerinnen ein Paradies ist, ist kein Geheimnis. Und dass sie hier nicht nur geschmacklich auf ihre Kosten kommen, ist dem Berliner Sexshop Other Nature zu verdanken. Neben feministischen Pornos, natürlichen und biologischen Gleitmitteln gibt es dort auch lokal gefertigte Sextoys. Lokal gefertigte Sextoys? Sehr gut. Jetzt müssen wir aufpassen, ob wir das piepsen müssen, ja. Weil das nicht monetarisierungsfähig ist. Nee, das ist der Klassik-Koro-Adventskalender. Und hier sind halt, es ist ein Tourguide durch Berlin halt, weil das ein Berliner Startup ist einfach. Was ist das? Wir haben hier ein Bio-Energy-Ball mit Pistazie und Cranberry. Oha! Und da bin ich sehr gespannt drauf. Ich dachte, da wäre was Erotisches drin, weil ich das Logo gesehen habe. Jetzt bin ich doch ein bisschen enttäuscht. Nein, enttäuscht. Das ist nur der Tourguide durch Berlin. Das ach hat so. Nichts mit dem Inhalt zu tun. Ah. Das ist eine doppelt oder dreimal so große Energy-Kugel wie eben. Ja. Darf ich da auch abbeißen? Ja. Oh! Habt ihr das gesehen? Das schmeckt so lecker. Mmh. Mmh. Das schmeckt wirklich sehr gut. Gib mir mal her. Die Füllung ist ja so lecker. Mmh. Das ist eine richtige Füllung drin. Mmh. Mit Cranberry und Pistazie. Pistazie ist übelst geil. Oh ja, sehr, sehr lecker. Es sind auch Pistazienstücke richtig, nee, nicht nur so Pistazienmehl oder so oder Aroma oder Extrakt, sondern richtige Stückchen drin. So, jetzt habe ich meine Kaffeebohnen hier alle. Hast du deinen anderen Adventskalender noch, Osse? Ja, der ist drüben. Soll ich den einmal zeigen? Da mache ich aber nur TikToks mit. Achso, das packt er hier nicht in meinem Blog mit aus. Nee, den brauchst du es nicht holen, dann kannst du hier bleiben. Dann komme ich wieder. Hui! Räuchermännchen riecht sehr gut heute, ist sehr angenehm. Ja, ist wirklich eine angenehme Duftnote. Haben wir irgendeinen Adventskalender vergessen? Wir haben Socken, wir haben Energy Balls, wir haben den Karls Erdbruch, wir haben Maddie, wir haben Kaffee und wir haben Koro. Danke, Maddie, für deinen Adventskalender. Haben wir alles. Wunderbar. Ich mache mir gleich ein Tischchen. Da freuen wir uns sehr drauf. Das schmeckt nämlich immer sehr, sehr gut. Und Tee trinken ist gesund übrigens auch. Also für alle Leute, die das nicht wissen, Tee trinken ungezuckert ist gesund. Schmeckt mal sehr, sehr gut. Oh, das war schon sehr lecker. Mit dem Pistazie? Mhm. Ja, das war richtig lecker. Oh. Könntest du jetzt noch einen essen, oder? Naja, so eine Energy Ball ist besonders kalorienreich. Ach so. Deswegen heißt das ja auch Energy Ball. Ach so, die sind mit Absicht so kalorienhaltig, damit ja, man davon... Das ist ja aus getrockneten Früchten. Ah. Und dadurch sehr hochkalorisch, deswegen braucht man davon nicht so viele. Ach so, kann man das auch vom Sport essen eigentlich, vom Training? Natürlich, damit du Power hast. Boah, das ist ja überklug. Das ist voll geil. Können wir beim nächsten Mal uns so Energy Balls für Sport holen. Wir wollen ja wieder, das hatten wir schon mal angekündigt, aber können wir jetzt auch nochmal machen. Ab Januar wollen wir wieder Sport machen, richtig? Richtig, wir machen den veganen Monat ab Januar und Sport. Ja. Das wird sehr, sehr gut. Und wir können noch mal ein Update geben zum Autounfall. Also gestern haben wir ja das Auto abgegeben. Wir sind jetzt autolos. Genau, wir haben jetzt kein Auto mehr. Das ist voll traurig. Ja, na, man ist ja schon dran gewöhnt. In Berlin brauchen wir das eigentlich nicht, weil also es ist alles nah beieinander in Berlin. Und man kommt auch überall mit dem Auto. Ja, das geht eigentlich. Aber ja. Wenn wir jetzt zum Beispiel... einkaufen ist schon praktischer mit Auto, muss man schon mal so sagen. Ja. Ansonsten...
ist es ja Homeoffice und arbeitslos. Und ja. Peter müssen wir auch nicht mehr umherfahren. Das war ja früher eigentlich oft, ne? Genau, und aktuell ist es aber so, dass der Vati sagt, er bei, weder bei dem Wetter noch, dass er sich körperlich dazu in der Lage fühlt, das Haus zu verlassen. Und wenn er das macht, dann nur zum Arzt. Ja, er wohnt halt Hochparterre und die Stufen sind, also die halbe Treppe ist halt schon viel. Ja, ist schon sehr, sehr anstrengend für ihn. Er kommt da nicht mehr. Deswegen. Also, ja, wenn wir ein Auto gewollt hätten, ein Ersatzauto, 3 Wochen Wartezeit, es passieren wohl gerade viele Unfälle. Ja, genau. Also mir hat... hätten wir auch gar keins bekommen. Richtig. Wir haben aber einiges eingekauft gehabt, gestern noch bei Edeka, aber also, ja, deswegen, also wir haben auch genug Wasser im Haus jetzt, vorratsmäßig. Ja. Wir sind ganz gut ausgerüstet eigentlich. Also werdet ihr jetzt demnächst Videos sehen, mehr zu Hause statt unterwegs. Nicht so wie die letzten Monate. Ja, weil wir müssen jetzt erstmal warten. Update, wie gesagt, dazu gibt es bei mir. Aber ich muss noch Kontakt haben mit 2, 3 Sachen, die halt wichtig sind, um halt auch Kosten zu klären. Und erst wenn ich da die 100%ige Bestätigung habe, möchte ich dann auch was im Internet dazu sagen, bevor ich nachher was Falsches erzähle und dann mich revidieren muss, ist ja auch nicht gesinnvoll. Ja, genau. Infos gibt es bei Ozark auf dem Kanal. Und jetzt nochmal zu meinen Nackenschmerzen. Also ich habe ja jetzt keine Kopfschmerzen mehr, gar nicht mehr, Gott sei Dank. Und Nackenschmerzen eigentlich nur noch, wenn ich meinen Hals so ganz doll in diese Richtung bewege, diesen Strang. Ansonsten ist es gar nicht mehr einschränkend. Also es ist besser verheilt als letzte Mal. Ja. Also wir hatten ja von wie lange war das ja, wo ich dieses HWS-Syndrom hatte davor? Das ist auch schon 4 Wochen oder 5 Wochen her. Ja, es war ja gerade richtig gut verheilt. Das hat mich ja übelst lang beschäftigt, aber das verheilt jetzt schneller, wollten wir jetzt sagen. Also mir geht es fast wieder gut jetzt vollständig. Genau, und das ist auch sehr, sehr schön. So, dass man den Kopf so komplett so in eine Richtung dreht, dass es hier so zieht, das macht man ja nicht im Alltag so doll. Nee, eigentlich nicht so. Man bewegt ja immer noch so ein bisschen immer so. Ja, also, ist jetzt nicht mehr einschränkend, wollte mal sagen, das sind die guten Nachrichten. Aber es ist ja auch jetzt schon 13 Tage dahinterher, also 12, 13 Tage ist schon, danach, also ist schon Zeit vergangen zum Abheilen. Ja, natürlich. Ja, man muss es halt immer, ja, das auch im Blick haben. Ja, so, wir sind jetzt erstmal für den Teil fertig, würde ich sagen, oder? Richtig, ich werde jetzt noch ein paar Plätzchenteige vorbereiten. Denn um 16 Uhr kommen die Mädels, das heißt, das nächste ist nur Plätzchenbackaktion. Wahrscheinlich im Zeitraffer, weil ich wieder nicht dran denke, mit den Mädels zu filmen, aber ja. Vielleicht kommt, wir wissen es nicht, aber ich glaube ja, vielleicht kommt der Herr Schmidt mit, dann kommt der Hund. Ja, hoffentlich. Dann kommt der Hund. Dann kann ich haben ja noch das große Stativ und die Kiste, vielleicht bringen sie die auch mit, vielleicht fahren sie mit Auto. Ah, stimmt. Sollen wir denen das sagen? Nein, ich hab den. Eigentlich sind wir so verblieben, dass sie mir sagen, wenn ich es abholen kann. Ach so. Aber sie haben es nicht gesagt, deswegen. Und zum Plätzchenbacken finde ich, dass es hier bei uns besser ist, weil wir ein bisschen mehr Platz haben. Also die haben ja auch eine schöne große Wohnung. Ja. Und ja auch alles schön gemacht. Aber wir haben zum Beispiel, also sie haben jetzt auch einen großen Tisch, aber da müssten sie halt immer in von der Stube Küche rübertragen, alles hin und her tragen. Und die Küche ist schmal, deswegen dachte ich, das ist bei uns schöner. Und ich möchte ja auch nicht die ganzen Nüsse und so, die Zutaten mit rüberschleppen. Genau, das heißt, wir haben ja schon viele der Zutaten haben wir ja hier zum Plätzchenbacken. Ja. Das ist schon sehr, sehr gut. Das ist ja auch richtig und wichtig. Und den Plätzchenbacken schmecken. Wir machen das auch ein bisschen. Wir haben übrigens allen anderen Plätzchen, die wir gebacken haben, haben schon aufgegessen. Na klar, na klar. Und dann noch die Ankündigung. Am Wochenende wird es wieder Livestream geben. Also Samstag auf dem Zweitkanal. Und Sonntag auf dem Hauptkanal, da werden wir den dritten Advent mit euch feiern. Genau, gemeinsam feiern, Kerze anzünden, miteinander quatschen. Vielleicht machen wir... Du wolltest DIY was basteln, hattest du gesagt gehabt. Aber da müssen wir noch gucken, ob wir das rechtzeitig vorbereitet bekommen. Wahrscheinlich doch nicht wegen der Säge. Ich habe jetzt noch Sachen mit Holz da. Und sägen im Livestream schwierig, wenn es so laut ist. Nee, ich meine, dass wir es vorgesägt schon haben und dass wir es nur noch zusammenkleben. Ach so, das war jetzt meine Idee dazu. Ja. Du müsstest das anzeichnen und dann versuche ich das durchzusägen. Aber nicht heute bereite ich Plätzchenrezepte vor. Ja, morgen habe ich noch, ein bisschen Pufferzeit. Ich kann das noch machen. Du musst mir nur sagen, wenn das vorbereitet ist. Ich möchte das selber machen. Dann machen wir das morgen halt. Können wir morgen gemeinsam machen. Ich helfe dir aber auch. Sägen ist wie Bohren, ja? Eine Männeraufgabe. Wir haben gestern noch, das zeige ich euch jetzt. Ach so, ja! Wir haben das Bett noch nicht gemacht, aber den Teppich verlegt.
Das ist sehr, sehr schön, ja. Wir haben das Bett rausgeräumt. Wir haben alles gesaugt und sauber gemacht. Wir haben das Bett neu bezogen und den Teppich hier rausgelegt. Jetzt kann die Mira immer mit warmen Füßen aufstehen, weil sie auf den Teppich läuft. Ja, wir werden irgendwann nochmal die Teppiche austauschen, weil der ist schon sehr groß fürs Schlafzimmer. So einen großen brauchen wir nicht. Also mit dem hier, weil der ist ein bisschen kleiner. Aber jetzt nicht dieses Jahr. Ja, genau. So, sondern deswegen irgendwann. Irgendwann in ganz ferner Zukunft. So. Aber die Teppiche haben sich schon gelohnt, muss ich sagen. Ich finde das sehr, sehr gut. Und den Teppich hatten wir auch gratis, richtig? Der ist gratis, ja. Haben wir geschenkt bekommen. Richtig. Finde ich sehr gut. Das Video heißt, die Sachen habe ich mir alle schenken lassen. Hier ist Doppelschneemann jetzt auf der Kamera. Einmal da und einmal da. Das ist überkrass. Ich bin immer wieder begeistert, Weitwinkel. Wie der Weitwinkel ist. So, und ja. Die Spülmaschine ist abgelaufen. Ich muss jetzt ausräumen. Ja, mach. Mann, oh mein Gott. Hi. Nom. Ja, man sieht es durch die Kamera nicht ganz so gut, aber Ozak wollte für uns Reis zubereiten. Und ist das mein teurer Wildreis eigentlich? Oder warum ist der so rot? Oder ist das alles verbrannt? Alles verbrannt. Ach, das ist weißer Reis. Eieieiei. Ja. Ja, ich war in der Wanne und komme raus und ich denke mir so, was riecht denn hier so verbrannt? Eieiei. Ozak wollte Reis für uns kochen. Ich bin an den PC gelaufen, weil ich ein Video bearbeitet habe. Das hat 20 Minuten gedauert. Natürlich brennt es dann an, weil ich... Gerade eben hast du Hearthstone gespielt. Ja, weil ich habe den Renderprozess ja gestartet und dann wollte ich die Zeit überbrücken. Ja, denn ich habe schon Mittagessen gekocht. Das hatten wir schon mal im Livestream zusammen gemacht. Das ist dieser afrikanische Erdnusseintopf und den serviert man dann zum Beispiel mit Reis. Mit noch Erdnüssen und frischen Koriander habe ich auch alles da. Und ja, das ist unser... Mittagessen. Ich habe das Hähnchen Tandoori habe ich auch gemacht. Das hatten wir zum Frühstück jetzt gegessen. Ich hole es mal raus. Ozak und ich, wir sind ja nicht so, dass wir zum Frühstück jetzt nur Brötchen essen mit Belag oder so, sondern ja, wenn es da ist und wenn es verbraucht werden muss, so wie das Hähnchen, das hatten wir ja gestern mit dem 50er Sticker aus Edeka geholt, muss also weg. Und habe ich Hähnchen Pulled Chicken gemacht, ist Tandoori-Mischung. Sehr, sehr geil gewesen. Wir hatten noch die Gemüsewraps von dem Globus da und wir haben so Wraps gegessen. War super lecker zum Frühstück. Und zum Mittag gibt es jetzt afrikanischen Erdnusseintopf. Sobald auch noch neuen Reis für uns kocht. Ja, ich glaube, das ist uns allen schon mal passiert. Feuermelder ist auch eingegangen, eben als er mit dem Topf hier rumgelaufen ist, um das auf dem Balkon zu tragen. Und ja, den dürfen wir nicht vergessen, wieder einzuschalten. Ansonsten ist hier nichts passiert. Wir gucken uns nachher den Topf an. Aber Herd geht es soweit gut. Ja, passiert, glaube ich, den Besten von uns. Genau aus dem Grund schaltet Ozak sonst immer einen Timer, weil wenn man am PC sitzt, man vergisst einfach die Zeit. Ist einfach so, weil man sich dann keinen Timer stellt. Ansonsten mit dem Thermomix, Ozak. Ja. Das weil der Thermomix rührt für dich. Ja, ich... Scheiße. Ah, ich habe den auch sauber gemacht. Ja, Mann, oh. Ich bin voll enttäuscht da wieder von der Seite. Ja. Ich glaube, wir sind eh noch satt. Genau, und den Rest, weil das ist ja... Ich habe das im Thermomix gekocht, aber es ist ja ein ganzer Topf voll. Vielleicht wollen die Mädels was essen, aber ich weiß nicht, wie das so ist, weil hier sind auch sehr, sehr viele Gewürze dran und Kreuzkümmel und sowas. Ich weiß nicht, ob das jeder mag. Ist ein bisschen, wenn man Gewürze nicht gewöhnt ist, dann ist es vielleicht too much so. Aber könnten wir nachher fragen, ob sie auch einen Teller möchten, ehe man die ganze Zeit nur Kekse isst. Dann ist vielleicht ganz angenehm, auch was Richtiges zu essen. Oder wir essen den Rest dann morgen einfach auf. Ja, machen wir einen neuen Reis, Ozak? Ja, natürlich müssen wir jetzt neuen Reis kochen, aber den Topf, der ist jetzt erstmal hinüber, da der ist Gott, alles so... Mehr Töpfe. Ja, ich bleibe jetzt in der Küche stehen und passe jetzt auf, dass hier nichts passiert. Mann, ey. Ja, ist mit euch bestimmt auch schon passiert, oder? Ey, jeder männliche Zuschauer kennt es. Die gute alte Kekspizza. Man packt eine Pizza in den Ofen rein und die soll nur 10 Minuten backen und dann kommt man nach einer halben Stunde wieder und ist da so ein schwarzer Keks drin. Voll. Toll. Das ist einem bestimmt schon mal passiert. Oh Mann, ey. Niti. Ich wollte aber zeigen. Das ist auch mit drauf.
Wir haben die ersten Plätzchen schon im Ofen und das zweite Blech ist vorbereitet. Das haben die Mädels gemacht hier, ja? Zeig das, damit es jeder erkennen kann. Da freuen sich alle drüber. Kann ich eure, habt ihr eure Dolly Buster schon fertig? Nein, nein. Die ist in der Mache jetzt. Oh, das wird lustig. Das wird sehr lustig. Herr Schmidt, gucken Sie mal. Hallo. Jetzt müsst ihr, mal sein, Mädels. Die Dolly ist fast fertig, ja? Überragend. Fräulein, wie finden Sie die Dolly? Das ist sexy, auf jeden Fall. Eine richtig gute Keksfrau? Ja, besser kann eine Frau nicht sein. Und jetzt müssen sie gefüttert werden. Diese Kekse schmecken ihnen besonders gut. Achtung. Nom, 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 nom. So, Schmidti, noch einen Keks für dich? Mmh, nom, 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 nom. Ja. Guckt euch die ganzen Plätzchen an. Das sind Vanillekipfel. Dann haben wir hier noch mit so einer Marzipanfüllung. Dann sind noch mit Eierlikör. Oh, ist das heiß. Unten drin. Einfach fantastisch. Es ist sehr, 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 sehr geil. Dann muss ich euch noch die Kürbiskerne. Guckt euch die Kürbiskern-Dinger noch an. Mmh, wunderbar. Das sind keine Dinger, das sind Kürbiskernplätzchen. Was sagen Sie dazu? Sehr lecker. Schmeckt dir gut? Ja, wir sind alle fett geworden. Ja, Weihnachten ist zum Glück nur einmal. Herr Schmidt. Da, Herr Schmidt hat auch noch was dazu zu sagen. Hat er jetzt heute häufiger gemacht. Die Kamera, die knurrt er immer an. Aber ansonsten sehr, sehr gut. Finden wir. Genau. Guckt hier. Oh, jetzt knabbert das. Ah. So, Fräulein. Die Mädels sind jetzt weg. Ja. Wie viele Plätzchen habt ihr gebacken? Zu viele. Zu wenig. Keine Eierplätzchen und keine Nussecken. Okay, ich habe die Plätzchen-Auswahl getroffen, muss ich ehrlich dazu sagen, aber ich möchte, es sind trotzdem zu wenig. Also die haben wir zum ersten Mal gemacht, das sind, ich hatte nicht genug Kürbiskerne da, ich muss auf jeden Fall neue Kürbiskerne bei Koro bestellen. Kürbiskerne Cashew-Kekse, mega geil, hervorragend, fantastisch. Einfache Butterplätzchen mit Eiweiß-Spritzlack-Glasur, das sind Zimtsterne. Wir mussten aber irgendwann mussten wir effektiv werden, deswegen haben wir Vierecke gemacht. Würfel draus gemacht, genau. Genau, das sind also Zimtschnitten, wenn ihr so wollt. Ich möchte kurz anmerken, ohne dich unterbrechen zu wollen, guck, du weißt nicht, wie es auf der Kamera aussieht, aber der ganze Tisch ist voll mit Plätzchen. Er ist einfach voll. Bist du sicher, dass wir zu wenig haben? Ach so. Das sind die leckersten. Die habe ich auch zum ersten Mal die gemacht. Geilen, das sind die Orangenröllchen. Da ist Orangenmarmelade drin. Selbstgemachte Orangenmarmelade. Habe ich mal eben gestern Abend so aus dem Handgelenk rausgeschüttelt. Aus dem Thermomix. Und mit Nein. Ohne Thermomix? Ohne Thermomix. Oha. Mit Marzipan. Orangenmarmelade. Und weil das so viel Marzipan da drin ist, ist das nicht trocken. Der ist so richtig schlotzig halt. Dieses, es ist Marzipankonsistenz. Es ist halt nicht, wenn man so Marzipan so weckt, dann wird das fest. Auch knusprig irgendwann. Aber es ist noch Marzipan innen drin, so richtig matschig halt. Das macht den Keks so lecker, weil am Keks ist halt der Rohrteig das Leckerste. Mm. Und bei diesen Keksen hat man es halt, obwohl es durchgebacken ist. Mm. Sehr, sehr lecker. Also die habe ich die ganze Zeit gemacht. Die schmecken übertrieben geil. Wir haben Butterplätzchen mit Schoki obendrauf. Wir haben hier Vanillekipfel und darunter noch mehr Orangen. Darf ich dir noch was sagen, Schatz? Die nackte Frau und die Pimmel haben sie alle mitgenommen. Ja. Und hier haben wir, weil wir haben ja bekommen selbstgemachten Baileys, Eierlikör. Mhm. Ist das ein Unterschied? Weiß ich nicht genau, das Creme-Likör ist egal, es macht auch besoffen. Ja, haben sie nämlich gestern selbst gemacht. Mhm. Und dann kamen wir auf die Idee, davon auch noch Plätzchen zu machen. Und das haben wir hiermit getan. Das ist also Eierlikörplätzchen mit einer Eierlikörglasur mit frischen Pistazienkernen, mit frisch gehackten. Richtig. Und die haben sich zwei große Schalen, Tupperschalen mitgenommen. Das war nämlich auch der Plan. Und Herr Schmidt hat auch welche gegessen von den Plätzchen, ja? Ja, also wie ihr seht, wir müssen dieses Jahr eigentlich nicht nochmal backen. Also ich glaube, Eierplätzchen und Nussecken, das ist schon...
Ja, Stollen haben wir leider nicht gegessen. Also den wir selber Samstag gebacken haben. Aber der wird ja nicht schlecht, den können wir ja weiter... Nein, der kann ja auch 2 Wochen durchziehen. Den können wir auch zu Weihnachten servieren noch. Also ja, das ist gar kein Problem bei Stollen. Und hier habe ich noch Kuchen drin. Nee, Roggenbrotteig, hattest du gesagt. Brotteig, ja natürlich. Wie kommst du denn jetzt auf Kuchen? Ich weiß es auch nicht. Süßkartoffel-Walnussbrot. Einfach ein leckeres, gesundes Vollkornbrot. Das muss noch gebacken werden. Genau, Vollkornbrot. Das machen wir aber morgen einfach. Aus ganzen Körnern. Ja. Ich muss sagen, ich bin begeistert, Schatz. Hast du toll gemacht. Du hast ganze Arbeit geleistet. Deine Freundinnen waren super lieb. Der Herr Schmidt hat sich sehr gefreut. Und was bleibt uns jetzt zu diesem Zeitpunkt noch zu sagen? Das ist die Plätzchenbäckerei im Vlogmas 2022. Ja, wir haben nicht so viel gefilmt. Osaka hat zwischendurch mal die Kamera in die Hand genommen, aber wir waren ultra beschäftigt. Das ist ja auch, man muss ja auch so viele Plätzchen koordinieren, backen, ausstechen, lasieren, hinrennen, reinpacken, Timer stellen fürs Backen. Ich bin immer hingerannt. Alles backen, ne? Es hat meinen kompletten Fokus aufgebraucht, damit die Plätzchenrezepte auch gut funktionieren, weil... Also während wir nur dumm gesoffen haben und den Hund gestreichelt haben. Ja, also eine von den Mädels hat mir auch gut geholfen, aber ja, ihr habt den die anderen beiden Mädels, also ich und... Ja, ihr habt das Fass gut gelernt. Wir hatten ja von dem Bierbeiner noch das Fass übrig. Mit Bier. Und ich habe gedacht, so, wenn die Mädels kommen, das kriegen wir alle. Und ja, es hat gereicht. Haben wir auch gemacht, genau. Dann gab es hier... Eierlikör. Das ist Bier mit Schuss. Achso, Bier mit Schuss, genau. Und ein Eierlikör habe ich getrunken. Also ich war artig. Ja, das ist hier Ende aus der Plätzchenbäckerei. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mich gerne abonnieren. Abonnieren ist kostenlos. Ich freue mich, die Mädels freuen sich. Ihr könnt unten gerne in die Kommentare schreiben, welche Plätzchensorten ihr schon alle gebacken habt, welche ich noch machen muss, welche ich vergessen habe. Das Licht kommt näher. Und ich würde mich natürlich noch mehr darüber freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit einschaltet. Bis dahin. Ciao.